has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Das ist ein anderer Schatz, als ich eigentlich wollte. Haben wir es. Okay, abgesehen davon, dass es gerade hart am Lecken ist wieder. Es gab tatsächlich einen Tsunami? Eigentlich wollte ich ja das anders anfangen, aber. What? Wo ist denn der Tsunami? Meinen die das? Also ist ernsthaft ein Tsunami oder was? Tatsache, Tsunami. Ja, okay. Gut zu wissen. Das ist aber wahrscheinlich jetzt hier schon gewesen. Also ist ja eigentlich schon alles passiert. Ja gut, eigentlich wollte ich alles anders anfangen. Dann fangen wir halt mit einer Detection vom Tsunami. Ich wusste eigentlich, dass wir irgendwelche Bojen schon draußen haben. Wir haben Bojen draußen. Das ist mir halt echt neu. Wo war denn das nochmal? War das hier? Nee. Guck mal, das nochmal finden, verdammt. Ach, bei der Feuerwehr war das, ne? Alter. Haben wir tatsächlich hier irgendwo was liegen? Nee, oder? Nö, haben wir nicht. Wie kann denn dann ein Tsunami detected werden? Also ich. Jetzt sehr faszinierend. Vor allem war es wirklich ein Tsunami? Das sieht so aus. Ja, okay. Dann war das halt ein Tsunami. Das war's angenehm. Ja gut, dann haben wir unseren ersten Tsunami. Mal gucken, was das alles so bringt. Das heißt, wir haben ein Winterszenario, auch wenn das nicht. Tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Da kann man auch mal speichern. Vor Schreck. Ei. Was passiert da gerade? War noch so ein Nachttsunami. Ja, was ihr wahrscheinlich nicht so wirklich sehen könnt. Vielleicht schon so ein bisschen. Kann man das überhaupt erkennen? Wahrscheinlich nicht. Aber wie ihr ja wahrscheinlich hier sehen konntet von meiner Startperspektive, es liegt Schnee. Ja, es hat in Edenthal hat es geschneit. Warum auch immer die Musik jetzt wieder nicht an ist? Wo warten das mit der Musik jetzt hier nochmal? Ja, ganz genau so sieht's aus. Ja, also, ne, Schnee liegt, auch wenn es hier, auch wenn es in der Realität noch nicht so ist. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja. So haben wir ja eigentlich mal gehabt, ne? Ja, das heißt, wir müssen uns um zweierlei Dinge kümmern. Zum einen, okay, hier vorne, okay, man sieht's jetzt hier. Hier ist Land unter. Haben wir eigentlich Plowtrucks? Das interessiert mich jetzt gerade. Pumpstationen, glaube ich schon, ne? Nee, ich dachte, ich hätte nicht. Okay, dann nicht. Das heißt, dann müssen wir das auch langsam mal machen. Wir haben aktuell genügend Geld. Wir verlieren zwar gerade Bevölkerung, wahrscheinlich, weil sie halt hier wegen des Tsunamis. Wir müssen uns aber auch hier rumkümmern, um ein. Danke, um ein Geothermie-Heizkraftwerk. Das ist eine Kesselstation. Das produziert hat. Tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Was mehr bringt, das 60.640, 55.000 und 480. 16.24, dann sind wir bei
Sagen wir mal 1500 und zwei von denen sind wir bei 1200. Dann nehmen wir doch, glaube ich, lieber zwei von denen, wenn das funktioniert. Heißt, wir müssen hier das Ganze abdecken, was das hier betrifft. Dann müssen wir die Straße. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Die Straßenmasterei brauchen wir dann. Vielleicht auch noch mal eine Schneedeponie. Ja. Und dann sollten wir auch überlegen, ob wir vielleicht... Wobei, das ist halt die Frage... War das denn hier? Nee, das war nicht hier, ne? Das ist halt die Frage, ob es halt jetzt schon Sinn macht, uns eine Katastrophen-Unit zu holen. Was, die kostet nur 15.000? Ich dachte, die wäre viel teurer. War das nicht 150.000? Warum kostet die denn nur so wenig? Ich könnte schwören, die war richtig teuer. Gut. Gehen wir mal einfach mal aus, war natürlich ein Tsunami. Okay, das Wasser, das steht hier, das kommt auch immer weiter hier hin. Oh Gott. Ups. Ist das das Telefon gewesen oder was passiert hier? Oh Gott, warum ist denn das hier... Ich glaube, kein Telefon. Das ist noch hier. Okay, ja, das ist die Tsunami has struck the city. Ja, ist ja gut. Überflutung, pipapo. Interessanterweise steigt das Ganze hier. Allerdings, nachdem, wenn der Tsunami weg ist, werden wir uns hier auch nochmal ums Coleridge, um den Coleridge Park kümmern müssen. Einfach aus dem Grund, weil... Ja, werden wir dann sehen, weil wir dann halt das nur hier bei solchen, ich werde nur diese, keine Farmen, die werden wir stilllegen fürs erste, solange der Schnee liegt. Das ist jetzt gerade so leck, das triggert mich. Woran liegt es denn jetzt diesmal? Oh ja, ist okay. Das dann nochmal eben hier hin. So, wollen wir das jetzt nach oben scrollen? Vielleicht kriegen wir es auch mal hier ein bisschen zu fixen. Ja, auf jeden Fall, das werden wir noch machen müssen. Dann wird auch einiges an Geld uns noch verloren gehen. Aber ich habe auch zwei weitere Mods mit reingenommen. Wenn ihr Mod-Vorschläge habt und so weiter, gerne in die Kommentare. Ja, und zwar ist es die... muss ich nochmal selber nachgucken. Und zwar ist es einmal Improved Public Transport. Und zum anderen ist es dann Advanced Stop Selection. Wo haben wir es? Das ist auch nicht irgendwie... Also kann natürlich sein, dass wir das einfach hier nicht drin sehen. Aber ja, das ist auch mit dabei. Eigentlich. Das heißt, darum werden wir uns dann auch in den nächsten Folgen kümmern. Jetzt nicht in dieser. In diese ist es einfach. Also das ist kürzer. Das ist jetzt keine Aufnahmesession für mich, sondern einfach nur eine einzelne Aufnahme. An dieser Stelle nochmal. Thanks a lot to Joseph Lambert for kind of hinting it out. Ich hab's eigentlich die ganze Zeit immer gesehen gehabt in anderen Videos und hab es halt nie herausgefunden. Durch. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Ja, ist ja gut. Durch Suche hab halt immer die falsche Suche und so weiter eingegeben. Und deswegen hat das nicht so funktioniert. Okay, das heißt, wir kümmern uns erstmal darum, dass die Straßen hier wieder ein bisschen schneller vorangehen. Sprich, wir fangen mit der Straßenmeisterei an. Ich würde etwas sagen...
Dafür platzieren wir einfach mal hier eine Straße. Und von dort geht noch eine kleinere einfach mal ab. In der wir uns dann um die... Ja, dann die Straßenmeisterei ist. Vielleicht mit zwei von denen, oder mit drei besser gesagt, von... Hallo? Von denen hier, genau, Strom. Modliste gibt es auch, wie eigentlich immer. Im Dings. auch wenn man es vorher gerade fehlt. Okay, das heißt, wir brauchen auch bei einer Pumping Station. Aber es ist ja schon mal wunderbar, dass das jetzt auch funktioniert. Endlich mal, dass wir mal endlich eine Naturkatastrophe hatten. Darauf habe ich eigentlich längere Zeit gewartet, was ich einfach nicht wollte. 25 im Einsatz. The tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water gering. Das ist noch ganz gut. Da legen sie auch schon los. Hoppala. Und da reinigen sie schon langsam die Straßen. Wunderbar. Dann kümmern wir uns um das zweite. Da können wir ja prinzipiell auch eine Straße. Vielleicht sogar von gegenüber ableiten. Eventuell. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Oder gedacht habe. Okay, das funktioniert. Wir brauchen 600 Watt waren das, ne? Beziehungsweise 400 Watt sind es mittlerweile nur noch. Warum auch immer wir das dort nicht platzieren können. Okay, dann drehen wir uns das Ganze nochmal. Das machen wir gleich erstmal. Ich frage mich ja wieder ernsthaft, wie das funktionieren kann, dass das... Zum einen, dass es gerade wieder hart am Längen ist. Dankeschön. Aber auch zum anderen. So, wir brauchen jetzt hier eine Verbindung nach dort. Und hier eine Verbindung nach dort. Dann nochmal ein bisschen Strom. Perfekt. Damit sollte das Ganze Öl gespeichert. Okay. Damit sollte das Ganze hier auch in Gang gebracht werden können. Jawohl, die das steigt. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Hier sieht's gut aus, dort sieht's gut aus. Da auch. Wo ist denn das? Also ich sehe ja ehrlich gesagt nichts mehr. Oder ist es hier stehen geblieben, das Wasser? Nee. Das ist nur Schnee. Da sehe ich jetzt eigentlich auch nichts. Okay, wo auch immer jetzt hier der Tsunami ist. Wo er noch ist, angeblich. Das heißt, wir müssen erstmal das Ganze hier upgraden. Ich würde sagen, machen wir das doch mal. Etwas länger dauern, von daher wird es wahrscheinlich jetzt ein Timelapse geben, den anderen Kram auch noch.
Okay, so wie es aussieht, müssen wir hier fast gar nichts machen, weil die sowieso schon von alleine gefühlt hier einen Geist aufgegeben haben. Das sieht aus, aber dass da alles drin ist. Gut, Kühe, ja gut. So, vielleicht dürfen sie mal groß nach draußen oder so, aber lassen wir es einfach mal so. Aber wir kümmern uns erst draußen einfach nochmal darum, wir machen ein Geothermie-Heizkraftwerk. Ich glaube, das ist nämlich eine doch gar keine verkehrte Sache. Vielleicht sogar zwei Stück. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele wir jetzt verloren haben, gerade irgendwie dadurch. Ganz immer noch zu wenig. Ich glaube, hier ist halt auch das Problem, dass wir halt nicht genügend Treibstoff und so weiter haben und wir halt dafür Öl brauchen und so weiter. Von daher ist Geothermie, glaube ich, doch definitiv besser. Das Ganze, muss ich aber schon sagen, war doch ziemlich teuer. Wir sind noch bei 1,6 Millionen. Wie viel haben wir jetzt? Machen wir noch mehr. Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen mehr Energie wieder. Wir können 320 maximal produzieren. Wir brauchen eigentlich am besten so ein Plus vielleicht auch von so eine Produktionsleistung von 520 ist gut, aber mehr wäre besser. Mehr wäre definitiv besser. So, zack. Und zack, haben wir eins von 800, da haben wir auf alle Fälle eine Überproduktion, was Heizung und so weiter betrifft. Das, demnach sollten unsere, was ist eine Ziege, demnach sollten unsere Leute nicht mehr frieren. Der Zustand ist okay. Der wird immer besser werden, oder darum wird sich gekümmert. Wenn er sowieso schon so billig ist, kümmern wir uns auch nochmal um Katastrophenschutz. Vielleicht eine Unit, die direkt hier ist. Genau, wir haben uns doch um. Wir haben uns um die Abdeckung gekümmert, genau. Können wir die ja einfach hier hin platzieren. Das wird ja schon passen. So sollte ja nicht möglich. Also da werden wir wahrscheinlich nicht wirklich viel nutzen, was die Warnung betrifft. Vielleicht doch mal hier. Einfach aus dem Grund, weil dort Berg ist und wir dort sowieso nicht wirklich viel bauen werden, haben wir doch noch schon mal die Abdeckung.
Gut, Tsunami, wir sind doch nicht wirklich am Wasser, heißt, das macht gerade wenig Sinn. Also, das wäre, ne? Erdbebensensor, da sind wir ja schon ganz gut haben wir das Ganze eigentlich schon ganz gut abgedeckt, was das betrifft. Vielleicht noch einen hier hin. Um noch ein bisschen mehr davon abzudecken und, ja. Und weg war das Geld. Ja gut. Sprich, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann... Ach, dann verpacken wir und speichern. Sprich, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann wieder um alle anderen wichtigen Sachen. Ausbau des Ganzen. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 70.000. Da kommen wir auch schon so in großen Schritten wieder hin. Heißt, wir bekommen dann auch Flughafen und so weiter. Und danach mit Megalopolis, dann geht das so richtig ab, dann können wir uns komplett entfalten. Ja. So sieht es nämlich aus. Genau. Dann geht es im nächsten Video richtig weiter und ja. Dann auch wieder ohne irgendwie Verabschiedung, so richtige Verabschiedung wie jetzt, weil ich dann wieder ein bisschen mehr aufgenommen habe. Das war jetzt gerade etwas fixe, etwas spontan, damit das so ein bisschen in Gang geht, damit wir dieses Ganze hier so ein bisschen mal endlich mal haben. Und ja, wie gesagt, es wird noch so bis zum Frühlingsanfang wird das hier schneien auf unserer Karte. Ab danach geht es dann wieder normal, in Anführungszeichen, weiter. Genau, ich wollte, wobei wir sind jetzt bei 1,2 Millionen nur noch, da können wir eigentlich noch mal kurz vor Ende gucken. Ja, wir sind doch relativ weit runtergekommen, nochmal. Und irgendwie haben wir auch an der Stadtkasse ordentlich... Okay, nee, Stadtkasse, sondern... Budget, nee, was wäre das denn gewesen? Ich habe keine Ahnung, wir haben auf alle Fälle zwischenzeitlich doch ordentlich was verloren. Eine Katastrophe hatten wir. Das war die erste tatsächlich. Genau, Sterberate, die war bestimmt doch. Die ist gestiegen, aber gut. Besteuerung nicht, Neubürger nicht, Bevölkerungsveränderungen. Haben wir schon ein bisschen gesehen, da war schon ein bisschen was. War jetzt keine wirkliche richtige Death Wave, aber das war halt doch schon durch die Katastrophe, würde ich mal behaupten. Dann speichere ich mal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Tschüssi. Ja. Sprechen soll gelernt sein.